Hallo alle zusammen und willkommen zu einem weiteren Part von Heart's Medicine Time to Heal. In der letzten Folge haben wir mit der Apotheke angefangen und ja, uns fehlen einige Medikamente, also sind verschwunden, die Quinn für eine OP braucht. Und wir sind auch schon Level 14 und wir werden auch gleich weitermachen. Unsere Aufgabe ist es, keine Gegenstände vom Tablett zu entfernen, also wir dürfen keine falschen Sachen nehmen. Du bist dir also zu 100% sicher, dass du uns die Medikamente geschickt hast? Wir werden das nochmal einmal prüfen. Fast alle Amphetamine sind verschwunden. Wir arbeiten dran, okay? Husch, husch! Geh weg, Mason, ich mag keiner. Jetzt wird es langsam ernst. Es fehlt eine große Menge dieser Medikamente. Das müssen wir Danny nach der Schicht melden. Silly weiß eher, was zu tun ist. Oh, wir haben hier noch mehr Sachen gekriegt. Und hier noch so ein Stuhl. Oh je, Mini. Eigentlich würde ich ja voll gerne das kaufen, aber ich würde mal sagen, wir kaufen das hier. Und ja. Ganz viele neue Objekte. Bitteschön. Entferne keinen Gegenstand vom Tablet. Also jetzt könnte uns Jenny natürlich hilfreich sein. Aber. Ja. So, du möchtest das hier haben. Bitte schön, du kommst hier hin. Du kriegst den Arztkoffer. Und du möchtest die Pillen. Du kommst hier hin. Ich komme auch schon, damit wir dich dann anhängen können. So, nein, nein, passt schon, passt schon, passt schon, passt schon, passt schon, passt schon, geh darüber. So, du kriegst das rote Zeug, das kann jetzt heiter werden. Oh, ist aber nur eine Flasche. Wow! Das ging jetzt schon richtig schnell. So, du kommst dann hier hin. Dann entlassen wir euch mal schnell alle und du kriegst dreimal die Tabletten. Du kommst dann dahin und wir gehen da auch gleich hin. Damit wir dich anhängen können. Und da ist Oliver. Wobei, kommst du eigentlich da irgendwie. Nein, ich verstehe nicht, warum sie nicht drüber geht. So, bitteschön. So. Dann kriegst du ein paar Augentropfen. Und du kommst dann daher. 1, 2, 3. Und den Arztkoffer. Bitteschön. Dann kann ich euch auch gleich alle entlassen. So, perfekt. Du gehst auch gleich dahin. Sie kriegt eine Infusion. Und der Sir kommt hier hin. Oh Gott. Du willst die roten Pillen. Dann gehst du darüber und möchtest dann einen Verbandskasten. Bitteschön. So, 1, 2, 3. Bitteschön. So, du kommst zur Infusion. Oder zu Augentropfen oder was auch immer du haben möchtest. Augentropfen, okay. Falls das Augentropfen sind, das sieht für mich danach so aus. So, ich gehst dann mal dahin. Und du möchtest das hier. Ach, cool. Oh. Reiben? Okay. Gut. Ein Verbandskasten. Dann. Ja, mache ich schon. Keine Sorge. Sie kommt nicht mehr durch. Okay, warum auch immer. Eigentlich hätte das ja funktioniert, aber. So, für dich müssen wir. Du willst das hier. Und du kriegst eine Infusion wieder mal. Oder Augentropfen. Oder was auch immer. Augentropfen. Dann möchtest du dahin. Du kommst dann dahin. 1, 2, 3, du kriegst das und du kriegst dann die Infusion. So, du kommst dahin. Nein, okay. Du kriegst den Kopfbeutel. So, du gehst dahin. 1, 2, 3. So. Ja, ich weiß, dass der Computer voll ist. So. Und wiedersehen. Haben wir das auch schon geschafft? Also es geht relativ zügig hier. Wir haben die Prüfung und wir haben Oliver gefunden, soweit ich mich erinnere. So, neuer Gegenstand, der Zeitschriftenständer. Wenn du hier Patienten platzierst, verlieren sie keine Herzen mehr. Du kannst die Zeitschriften ständig und unbegrenzt nutzen. Das freut mich. Ich glaube, der kommt dann hier hin, vermutlich. So, gehen wir zu Daniel. Anscheinend. Die Straße zum Krankenhaus muss nicht asphaltiert werden. Wir müssen unseren neuen Flügel fertigstellen. Ah!
Allison, Ruth, entschuldigt. Die Renovierung? Können wir dir irgendwie helfen? Wir haben da auch ein kleines Problem. Aus der Apotheke sind jede Menge Amphetamine verschwunden. Sie tauchen sicherlich wieder auf. Wahrscheinlich wurden sie nur falsch ausgeliefert. Aber wir haben sie gestern noch gezählt. Allison, vielleicht habt ihr sie nur verlegt oder jemand hat die Schachtel weggeräumt oder verwechselt. Ich muss noch mich um dringende Angelegenheiten kümmern. Wer sollte sie sonst stehlen? Aber wir brauchen sie dringend für... Ihr seid ein tolles Team. Ihr schafft das schon. Das war jetzt nicht sehr hilfreich. Das war ganz und gar nicht hilfreich von Daniel. Daniel wird schon wissen, was er da macht. Richtig ärgerlich. Der neue Drucker ist da. Oh Gott, Drucker. Oliver, wenn du immer ausbüchst, wird doch jemand auf dich treten. Dieses Meerschweinchen bringt mich eines Tages noch ins Grab. Ich will jetzt meine Medikamente haben. Sofort. Wir haben sie leider noch nicht gefunden. Ich muss heute operieren. Ich brauche diese Medikamente. Das verstehe ich und wir haben wirklich alles versucht. Wirst du meinem Patienten erklären, dass er noch 2 Wochen länger warten muss? Er könnte sterben, weil eine unfähige Apothekerin meine Medikamente verschleppt hat. Entschuldige, Quinn. Ich könnte in einem anderen Krankenhaus nachfragen. Aber sie müssten das Betäubungsmittelgesetz brechen, wenn sie uns verschreibungspflichtige Stoffe ohne Rezept schicken würden. Ich erwarte, dass ich meine Medikamente vor der Operation am Nachmittag erhalte. Wofür wirst du eigentlich bezahlt? Mann. Ich würde gerne mit Ted Lansing von der Apotheke von Queensbury Bridge sprechen. No. Gut, ich kaufe mal einen Drucker. So. Drucke 7 Rezepte. Gilt das? Du möchtest das haben, du möchtest das haben. Die müssen wir jetzt abfüllen, ne? So. Und so. Dann gehen wir dahin. Kann ich mehr drucken? Tatsächlich, ich kann mehr drucken. Du möchtest einen Eisbeutel und du möchtest einen Verbandskasten. Bitteschön, kann ich noch mehr drucken? Aber zählt das tatsächlich? Tatsächlich, das zählt sogar. Ist ja cool. Auch wenn keiner ein Rezept haben will. Oh, du möchtest ein Rezept haben. Bitteschön. Dann kann ich euch dabei entlassen. Hallo Oliver. Wie bist du? Egal. Du möchtest mal 3 haben. Bitteschön. So. Dann kommst du bitte hierher. Dann muss ich hier, glaube ich, wieder reiben. War das das? Genau. Und dann hole ich dich hier hin. Und du kriegst die Infusion. So. Aber du musst dich einfach selbst von der Infusion ablösen, oder wie? Das kapiere ich nicht ganz, aber naja, ist ja nicht mein Problem. So. Aber ich glaube, mehr können wir auch gar nicht mehr dazu bekommen, oder? Nein, eigentlich nicht. Wir haben mittlerweile schon alles. So. Jetzt haben wir eigentlich alles relativ früh schon freigeschaltet. Also den Drucker haben wir. Ich bin gespannt, wie schwierig die Aufgaben jetzt noch werden. Ob wir neue Minispiele noch dazu bekommen. Ja, tut mir leid. Oder ob das da schon war. Was weißt du? Du möchtest das rote Zeug. Du gehst so lange dahin. Zack. Und zack. Bitteschön. So, dann komme ich auch gleich zu dir runter und hänge dich an die Infusion dran. So. So, hier suchen wir Medikamente. Gut. Das war jetzt relativ leicht. So, kommt dann noch jemand? Die kommen hier immer so richtig lahmarschig hergerockt. So richtig, ich weiß nicht, so richtig. Sie rasten sich richtig lange Zeit. So, du kriegst mal 3 Tabletten. Du kriegst dann das Zeugs. Bitteschön. So. Zack. Wow. Und der Computer ist voll. Tut mir leid. So, du kriegst einen Arztkoffer.
Aber ich glaube, wir kriegen auch gar kein größeres Tablett. Bleibt bei diesen dreien. So, du kriegst ein Rezept. Das kostet 5,50 Euro. Wieso habe ich das jetzt gemacht? Egal. Keine Ahnung. Fragt mich nicht, warum ich das jetzt getan habe. So, du kriegst das Gelbe. Das muss ich hier wieder reiben. Aber eigentlich durch ja nur ziehen und eigentlich durch ja schütteln. Egal. So, du. Dir suchen wir wieder einen. Oh Gott. Das mit der Pflanze. Jetzt habe ich zweimal gedrückt. Ups. Ich glaube, ich bin heute noch gar nicht aus dem Bildschirm rausgegangen. Was ist denn Spiel? Aufnahmeprogramm. Was passt denn schon wieder nicht? Ja, ja. Zack, zack, zack. Dahin. So. Aber ich muss sagen, mir macht das Spiel richtig viel Spaß. Also, ich liebe diese Spiele eigentlich. Die sind richtig toll. So, jetzt kann ich sie entlassen. So, wir haben uns auch schon den dritten Stern geschossen. Ich glaube, du bist unser letzter Patient, nehme ich mal an. So. Ich dachte schon, dass ich das verkackt habe, aber doch nicht. Und Oliver haben wir und die Prüfung haben wir geschafft. Perfekt, super. Neues Minispiel. Bereite Tabletten vor. In diesem Minispiel musst du möglichst schnell alle Formen füllen und dann die Taste drücken. Wenn du beim Auftauchen des Minispiels bereit bist, hast du einen Vorteil. Okay. Jetzt haben wir alle durch. Ich mache ihnen keinen Vorwurf. Ich würde auch keine Vorschriften brechen. Ich gehe in den OP und sage es Quinn. Danke, Allison. Oh je. Wieso sitzt du zusammengekauert in der Ecke? Und wieso ist da alles umgeworfen? Ich habe ihm geraten, die OP zu verschieben, aber er wollte nicht auf mich hören. Was machen wir jetzt? Nein, der arme Patient, der stirbt jetzt, oder was? Der arme Patient! Und die Spieler geben ein zusätzliches Herz. Ich kaufe jetzt das dann. So. Ja, ist okay. Ich mag das nicht, weil das einfach vor meinem Gesicht immer ist. Ja, es hat auch nicht so angepieselt. So. Ich druck dann gleich weiter was. So. Die sucht wieder das Medikament. Die weißen Tabletten. Ich bin da. Gott. Das habe ich gar nicht gesehen. So, du kriegst ein Rezept. Das kann ich auch gleich wieder drucken. Du kommst dahin. Achso, gut. Die suchen wir was. Du kriegst dann das. Du willst mit zwei Pflastern. So, bitteschön. Gib ihm das bitte. Danke. Dann drucken wir gleich noch ein Rezept. Suchen wir die deine Medikamente. Das sind die weißen mit den roten Dingern. So, setz ich gleich dahin, dann bin ich schneller dort. So, zack und zack. Du kriegst einen Arztkoffer. Und du kriegst das Zeugs. Oh Gott. So. Dann tue ich euch gleich mal alle kassieren. So. Warum die mal alle so beleidigt sind. So, die suchen wir. Die hier. Lou. So. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht, dass da haben. So. Perfekt. Der hat auch relativ weniger Herzen. Das ist ja richtig schlimm. Ich kann noch gar nicht. Und zack. Zack. So. Bitteschön. So.
So, dann gehe ich schnell mal die Leute entlassen. Und dir suchen wir deine Medikamente gleich. Du wirst jetzt mal zwei haben. Hier, bitteschön. So. So, die wird sicher noch irgendwas Zweites haben wollen. Denke ich mir, ja. So. Ja, komm her. So, die wird ein Arztkasten. So. Das könnte richtig schwer werden. Huch! Bist du da? Da, danke. Dann entlasse ich euch Leutchen mal. Und die suchen wir dann dein... Mal drei, hier. Bitteschön. Kommt noch jemand? Hallo? So, du kommst dahin. Okay. Du kommst dann dahin. Du kriegst die Tabletten. Drücke ich da gleich mal. Achso, ich kann nichts mehr drucken. Ich hab's verstanden. So, du kriegst nur eine Infusion. Das war's dann auch schon bei dir. Das ist toll. Oh, das wird richtig knapp, muss ich schon sagen. Dir suchen wir deine Medikamente. Du willst die haben. Schauen wir mal. Es wird richtig eng. Kommt noch jemand? Die suchen wieder deine Medikamente. Du willst das haben. Du kriegst... So. So. Und dann entlassen wir euch. Perfekt, dann haben wir das auch schon geschafft. Huch. Das war jetzt richtig ein bisschen... heftig. Aber gut. Dann haben wir 1, 2, 3, 4 Level dann heute geschafft. Alle aufgepasst, behandle deine keine Patienten zweimal hintereinander. Oh je. Das kann ja was werden. Es hat lange gedauert. Was ist hier los? Ich habe was gefunden. Daniel rettet den Tag. Alle raus aus meinem OP! Ihr werdet alles kontaminieren! Aber wo ist die Frage? Ist du doch nicht Mason! Du musst einen Patienten zunähen! okay. Daniel? Wo hast du diese Amphetamine gefunden? Oh, die habe ich aus einem anderen Krankenhaus. Ohne Betäubungsmittel? Aus einem anderen Krankenhaus? Alles in Ordnung, Ruth? Naja, nicht so ganz. Seltsam. So, wir können uns gar nichts leisten, aber wir dürfen nicht denselben Patienten hintereinander... Behandle keinen Patienten zweimal hintereinander. Okay, dann darf ich dich jetzt... Das wollte ich nicht. Darf ich dich nicht behandeln? Dann nehme ich dich... Dann kannst du mal hier hingehen, ne? Du kannst dann hier hingehen. Dann pack ich dich. Habe ich das jetzt schon verkackt? Okay. Okay. Oliver. So, dann nehme ich dich. Darf ich dich jetzt? Gott. Das kapiere ich jetzt nicht ganz, aber... So. Den Typen darf ich... Okay, den Typen darf... Kann ich ihn eigentlich dahin geben? Nein, okay. So, dann packe ich dich und dann packe ich dich dahin. Und dann nehme ich den Dicky. Okay, das wird gemein, aber... So, jetzt darf ich dich behandeln. Dann kann ich euch hier und dich hier... Jetzt muss aber ich sie mal behandeln und dann darf ich dir das geben. Du darfst dann dahin gehen. Das ist richtig schwer, wenn ich ehrlich bin. Du kriegst ein Rezept und natürlich auch gleich ein neues Rezept. Ich hatte mir noch nicht. Dann gehst du dahin, weil ich muss jetzt... Ja, ich muss jetzt aber sie zuerst machen. Oder? Oh Gott.
Dann komme ich zu dir und... Habe ich es verbockt? Nein. Das heißt minus 1. Das verstehe ich nicht. Darf ich dich jetzt? Keine Ahnung. Dann gehe ich mal kurz. Dich darf ich jetzt nicht behandeln. Du gehst nämlich da einfach mal lesen. So. Dann darfst du dich da mal hinsetzen. Und durch dir mal die 12er. Und dann darf ich dich behandeln. Und euch entlasse ich so lange. So, dich hatten wir nicht. Oh je, meine. Ich hoffe, ich habe es noch nicht verkackt, ne? Kannst du da hingehen, aber ich darf dich nicht angreifen. So, du gehst dahin. Und jetzt darf ich dich angreifen. Und dahin. So, dann darf ich die alte Lady dran. Glauben? So. Dich hatten wir schon lange nicht mehr. Das passt schon. So. Dich hatten wir auch noch lange nicht mehr. Das passt auch. So, du kriegst mal ein Rezept. Kann ich zu dahin geben, aber ich darf dich nicht angreifen, ne? So, jetzt darf ich dich angreifen. So. Ups. Raymond Barton. Und dich darf ich jetzt. Okay. Richtig interessant so. So werden Tabletten also gestanzt. Okay, ich verstehe. So, ich darf jetzt nicht angreifen. Du gehst zu lange lesen, hätte ich gesagt. So, und dann darf ich dich und du darfst dann da hingehen. So, 1, 2, 3. Und dann gehst du dahin. Bitteschön. Du darfst zwar da hingehen, aber dann bist du als nächstes dran. So, dann darfst du dran kommen. Wieso habe ich jetzt die ganze Zeit irgendwelche... Wieso hat sie denn minus ein Herz gekriegt? Gehst du mal dahin. So, habe ich das jetzt geschafft? Ja, perfekt. Huch, das war jetzt echt schwierig. Habe ich Oliver? Ja, ich habe Oliver. Perfekt. Oh, Ruth kommt wieder. Bist du sicher, dass alles in Ordnung ist? Du hast kaum ein Wort gesagt. Was heute geschehen ist, da ist irgendetwas faul. Da stimmt schon länger etwas nicht. Ich bin einfach nur froh, dass es gut ausgegangen ist. Hm, ich muss da mal was überprüfen. Ruth? Folgt sie ihm auf... Nein, sie folgt ihm doch nicht ernsthaft aufs Männerklo. Oh Gott. Am nächsten geht er da aufs Klo. Queen! Bist du da drin? Ruth? Das ist die Herrentoilette! Ist es denn so dringend? Darf ich mal das Etikett auf dem Fläschchen sehen, das Daniel heute gebracht hat? Ich sitze auf dem Klo? Und? Kannst du mir das Fläschchen nicht unter der Tür durchrollen? Du lässt mich sowieso nicht in Ruhe, habe ich recht? Hast du etwas anderes erwartet? Oh je. Wie ich vermutet hatte. Sie nimmt das Fläschchen einfach mit. Ruth, kann ich meine Medikamentenfläschchen wieder haben? Ruth? Ah! Klaut sie ihm einfach das Medikamentenfläschchen. Laufe zur Zollstation, eher der Patient dort ankommt. Oh, ich glaube, es ist kein Problem für uns, aber wir werden das erst im nächsten Part machen. Bis dahin, ciao, ciao!